ist das denn? So. Das ist das Bäumchen hier. Okay, dann. Kommen wir hier rein. Jo. In die Kapelle kommen wir. Aber da ist nichts zum Pennen. Die Kerzen leuchten. Na, was ist hier? Hab ich ne Lust hier. Ach, dann wisst ihr, leck mir am Arsch. Ich laufe zum Strand. Soll das viel auch hinter mir herlaufen, wo ich will? Ich laufe zum Strand. Ja, vielleicht würde viel von den Leuten hier angegriffen sind. Ja. Wo ist jetzt? Hat das viel Abstand von mir genommen? Sehr gut. Hier. Und bing. Also. Ich soll dir den Beringer, oder wie der heißt, fragen. Das mache ich auch gleich. Da dürfte die Hütte hier sein. Harenz, nicht Beringer. Harenz ist nicht. Haren. Okay. Hexer! Was verkauft ihr denn? Eigentlich... Zeigt her. Dirk. Lebt wohl. Also der sind nicht. Der hat auch keine Gesprächsoption. Der Typ ist ganz hoch. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als zum Rico zu gehen. Muss ich das wohl doch haben. Wollt ihr das hier eigentlich abschließen? Und ich hätte mich echt gefreut, wenn wir das dann wieder hinkriegen, aber ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr, was wir noch machen sollen. Ja, Leute, die die Lösung kennen, die werden sich jetzt wahrscheinlich den Arsch kneifen. Ja, aber das ist mir auch völlig egal. Da könnt ihr so viele Kniffe nehmen, wie ihr wollt. Das werde ich tun. Gestern Nacht entkam ich Weg zu Mikul. Und der wird mir jetzt mal erzählen, wo es lang geht. Aha. Also, in der Ghule sind die Ghule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein. Das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie. So sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet! Nein! Teufelsnutte? Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja! Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick. Ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe. Lebt wohl. Ja. Mit dem Geistlichen reden. Okay. Da muss ich jetzt mit dem Geistlichen reden. Ich dachte, wir dürfen jetzt hier mit dem Hauptstrang hier der ganzen Geschichte weiter. Aber nö, ich will jetzt erstmal zum Geistlichen. Mal gucken, was der so erzählt. Vielleicht können wir ja dann. Meine neue Puppe. Das wäre mal was.
Alter, da sammeln sich ja ein Haufen Leute. Was ist denn da los? Was ist das nochmal? Wo ist der Alte? Hier. Sprecht, schnell. Urus und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mikol habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Ich habe alles getan, was verlangt wurde. Wo ist das Versteck der Salamandra? Geht zum Gasthaus. Es wurde von einem Trupp im Dienste der Salamandra übernommen. Sie verstecken sich im alten Haus. Olaf hat einen Schlüssel. Und Hexer. Ja? Nichts. Möge das ewige Feuer eure Seele erhellen. Sag den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird. Ach, so läuft der Hase. Das heißt, ich musste eigentlich nur dafür sorgen, dass ich die Empfehlung von allen Leuten kriege, dann zum Feuerfritzen hier. Ja, zum Gasthaus. Der sagt dann, gut, okay, der Olaf, der hat einen Schlüssel, geh mal zum Olaf. Weil mit dem Schlüssel kommst du da in die Hütte und da kannst du die Salamandra dann einen in die Fresse hauen. Aber, so viel ich weiß, ist mit den Salamandern nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Da ist denn Abigail, die ist nicht für das verantwortlich, von dem sie denken, wofür sie verantwortlich sein sollte. Also gehen wir erstmal zu Olaf. Ich glaube, das ist der Schankwirt, ne? Das dürfte der Schankwirt sein. Dann gehen wir in das Haus, laufen durch die Höhle und dann sind wir bereit, nach Wysima zu gehen. Ich guck mal eben auf die Uhr. Was haben wir denn? Okay. Zeit haben wir noch. So. Niemand darf Wysima betreten. Hier rein, dann zu Olaf. Ins Gasthaus. Soldaten hier, da ist der Zwerg. Kann sein, dass jetzt alle in Richtung Schank. Rote laufen, also in Richtung Gasthaus oder was ist denn hier los? Nein! Lasst mich in Ruhe! Oh, kleines Täubchen, go uns ein anderes Lied! Finger weg! Die ist wieder borstig. Los, wir machen's wie bei Mikols Mädchen, Ilsa! Die hat vielleicht geschrien. Seid ihr auch neu hier? Wahrscheinlich trug er euch auf, hier zu warten, genau wie uns. Kommt, wir nehmen uns dieses Mäuschen vor. Diese Dame gehört zu mir. Keiner von euch wird sie anrühren. Das sagt ihr so. Wir wollen uns amüsieren und ihr werdet uns nicht aufhalten. Ach, wirklich? Das werdet ihr bereuen. Ich denke schon. Cool. Ging schnell. Geralt, ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Seid ihr wohl auf? Jetzt ja. Sie haben mich überrascht. Die Bauern sind alle davongelaufen und ich saß in der Falle. Sie haben den Schankwirt umgebracht. Was? Sie werden niemanden mehr belästigen. Eure Schwertkunst ist beeindruckend. Was mich betrifft, so muss ich jetzt weiterziehen. Ich muss nach Wysima. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Ja, ich lasst hoffe mich auch. Euch zum Tor geleiten. Die Straßen sind unsicher. Nein, ihr müsst euch um die Salamandra kümmern. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich warte hier auf euch. Macht sie fertig, Geralt, für mich. Ich komme zurück, Shani. Ich werde warten. Der Schankwirt. Ich sollte seine Taschen durchsuchen.
Da hast du recht. Also die Leute haben die Frau von Mikul aufgebissen. Dann haben diese Jungs ihre gerechte Strafe bekommen von Geralt. Die haben erstmal ordentlich was auf die Fresse bekommen, ne? Schlüssel! Der Schlüssel zum Salamandra-Versteck. Den nehmen wir noch. Das heißt, der Schankwirt war selber einer der Salamandra. Eine Katze habe ich gerade gehört. Können wir da hier irgendwann noch was Gutes tun? Ich warte hier auf euch. Geht jetzt. Ja, okay. Können wir hier noch ein bisschen plündern? Wo sind denn eigentlich zum Beispiel die Damen der Service? Also, die Damen, die ja Bestellungen entgegengenommen haben. Wo sind die denn eigentlich hin? Okay. Hat hier unser Freund hier noch... Der ist auch weg. Also die Leute... Die wir hier ständig was aufs Maul gegeben haben. Die waren dafür verantwortlich, dass die Frau von Miku leiden musste. Das... schon ein bisschen sehr grausam, ne? Mann. Was hat er zu sagen? Seid gegrüßt. Macht's gut. Die könnte ich eigentlich mal brauchen. So als Compagnon. Compagnon. So als quasi tatkräftige Unterstützung, aber nee. Das gibt das Spiel hier nicht her. Ach, die nächsten Spackos. Wo ist euer Tribut? Welcher Tribut? Ich meine die Kinder, Dummkopf. Lasst mich durch. Kein Tribut, kein Einlass. Das führt zu nichts. Ja, kriegt da was aufs Maul. Bleib tot! Dann kriegt da richtig was aufs Maul. Ist mir auch scheißegal, wie lange das dauert. Jetzt kriegt ihr was aufs Maul. So, da wären sie. Da sind sie richtig mal fett auf die Fresse gefallen. So ein paar Orens. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt könnten wir eigentlich rein wieder. Den Schlüssel haben wir. Ja, natürlich. Kaum bist du hier drin. So, der erste ist gefallen. Der zweite. Ich hab ja Zeit, ne? Ich bin ja geduldig. Ach, der ist gut. Reißt mir die Eingeweide raus. Ja, mach mal. Versuch's einfach. Ich bin da jetzt für Ziegel. So, fertig. So, er hier. Inventar ist voll. Können wir irgendwas essen? Ich glaube, Rechtsklick. Rechtsklick. Egal, jetzt können wir hier rein. Ah, hier rein.
Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Ja. Nochmal. Ich bin ja eigentlich für die Salamandra, so ich muss mir jetzt mal eben ein bisschen was zu essen nehmen hier und so. Wir sind jetzt, wie ihr sagt, in der Höhle, von der ich schon dachte, wo wir hin wollten. Guten Appetit übrigens. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Yaveths Überzeugungskraft. Wer ist Azar Yaveth? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Vizima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, aufheben! Also, Moment. Erstens passt ja dieser Dialogtext, ne, die Sprachausgabe dieser Elfen, überhaupt nicht zu dem, wie sie sich so bewegen und wie sie sich so verhalten. Und denn die Elfen haben ein Quartier in Vizima. Die haben so ein Versteck da. Das heißt, in Vizima werden wir deren Versteck auseinandernehmen müssen. Unsere Taktik natürlich anpassen. Oh, der lebt ja noch. Zerlegt. Ein bisschen die Taktik gewechselt. So, das war's. Was sucht der denn hier? Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin. Warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir's. Nee. Warum rennt der jetzt weg? Soll ich nicht mal auf mich warten, oder was? Ich werde hier nichts einreißen. Ich werde erstmal looten. Oh, doch der Richtige. Eigentlich könnten wir doch den Weg nehmen, den ich hierher genommen habe. Was haben wir denn hier? Hochwaldkauz. Jo. Okay. Das sieht gut aus. Boah. Ein schwebender Schädel. Jo. Wird schon stimmen, ne? Das wird schon stimmen. Ratten haben wir auch wieder hier. Nahrung und Gold. Ja, Mann. Nicht.
neue Region. Das ist Quatsch. Ja. Wie war denn das jetzt? Wie war denn das? Ist nicht. Okay. Bitte tut mir nicht weh. Sie wollten uns unseren Eltern wegnehmen. Wir haben ja tatsächlich Kinder, ne? So. Dann sind wir hier durchgekommen. Jetzt kommen wir genau dahin, wo ich dachte, wo wir kommen. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Ich versuch das mal mit der Dame. Ja. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Ach, was? Was? Okay. Ja, daran kann ich mich ja nicht wirklich erinnern. Guck mal, hier im Hintergrund kamen gerade die Kinder runtergelaufen. Wo sind die Kinder? Die haben uns doch jetzt hier gesehen, oder? Wo sind die Kinder? Fuck. Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Entscheidet euch. Ja. Jetzt werden wir eine schöne Filmsequenz sehen, bestimmt. Na, das war ja. Da laufen noch die Kinder rum. Krass. Was war das denn? Was war das denn? Ist ja der Geralt, brauchte nur sagen, ich fühle mich hingezogen und schon fertig. Verbrennt die Geliebte des Teufels! Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich, benutzte mich, um ihn zu töten, diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafker. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich
verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. War Mami cool? Vergewaltigte Ilsa. Die sich daraufhin das Mikul Leben. Vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Nein. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Nee. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Was? Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos. Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Sie wollen uns töten. Habt keine Angst. Da ist sie! Verbrennt, die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier, sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Ja, habe ich gerne gemacht. Hatte ja auch gerade ein bisschen Spaß mit dir. Arr. Und jetzt? Jetzt hier die Oberschlampe oder die Obermonster. Ach, guck mal, jetzt fängt alle an zu brennen. Was wie, was wo? Das Obermonster kommt jetzt. Jawoll. Kein Problem. Ein Problem. Was mir gerade auffällt, der hat sein Gewehr gezogen. Aber jetzt gerade etwas nicht mehr zu machen. Let's go.
Ja. Brutalität wird euch zu viel Schaden angerichtet. Wo wollten wir also gehen? Nein, schon so gedacht. Nun ruf doch mal! Meine Fresse! Ich muss jetzt erstmal hier Vitalität sammeln. Jetzt ist die Dame doch tot. Eigentlich sollte ich überleben.